Ja, eher nicht so. Was haben wir hier noch für Pokémon? Ah, du kommst mir noch bekannt vor. Ninjask müsste auch fünfte oder sechste Generation sein. Ich bin da wirklich nicht sicher. Fünfte, sechste Generation kenne ich die Pokémon nicht so ganz. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ich Pokémon. Oha! Ja gut, Level 15. Oh, okay, die Attacke war effektiv. Da müssen wir vorsichtig sein. Nein! Lecky besiegt. Schande. Das gibt wohl keiner. Es gibt wohl keiner. Sag schon, EP für das Pokémon, wenn es besiegt ist. Da müssen wir mal was tun. Müssen wir wieder einen Beleber verschenken? Oder was? Das wäre es auf jeden Fall wert. Also jetzt hier. Das Level 15, das ist auf jeden Fall schon was wert. Ruckzuckhieb. Das bringt nicht ganz so viel. Trugschlag. Oha. Okay. Ja, der Hase, das ist ein bisschen blöde. Okay, wenn dann bekommen wenigstens Studi. Ich habe hier noch zugeschrieben. Ich kann halt wirklich nicht mehr reden. Ist ja die Hauptsache, dass man reden kann. So. Na, dann hoch zu Keep vielleicht. Zu Keep, Level 10. Ein bisschen was muss das doch wert sein. Das Level 10 von Evoli. Hagelkörner. Okay. Sehr gut. Ja, ich sehe gerade das Blacky, das muss. Ich sehe gerade. Was heißt ich sehe gerade? Also. Das Blacky müssen wir am meisten trainieren. Das Ölen Pokémon. Und die anderen machen mir weniger Sorgen. Das müssen wir hier ein bisschen voranbringen. Das Team ungefähr auf der gleichen Höhe halten. Zum Ninjask besiegen. Könnten wir uns auch fangen, aber bisher nicht so. Das ist krasser. Ich greife mir lieber die Erfahrungspunkte ab. Obwohl wir könnten uns fangen. Ja, wir haben doch Bälle mit dabei. Warum nicht? Ach nee, komm. Hab ich umentschieden. Hoch zu Keep. Ninjask jetzt nicht wirklich. Wir finden ein anderes. Sehr gut. Erfahrungspunkte. Wieder plus 0 bei Blacky. Ach, verdammt. Level 12, Level 13. Ist der Rest schon. Blacky ist Level 8. Standpoker. Für Randall. Okay, dann vergiss mal Routenschlag. So. Schwupp. Randall hat Routenschlag vergessen und Standpoker erlernt. Modi erreicht Level 13. Blacky braucht Training. Blacky braucht Training. Beleber. Ja, sind bald alle hier. Müssen wir aufpassen auf das Pokémon. Vielleicht packen wir das mal ein bisschen weiter nach hinten. Oh, jetzt haben wir eins verschwendet. Ja gut. Trinken haben wir noch genug. So, das wird man trotzdem nicht verschwenderisch mit umgehen. So. Ach so, ich wollte ja das Team hier mal nehmen. Klick hier mal nach hinten. Wenn es nicht als erstes drankommt, dann wird es vielleicht ein paar Erfahrungspunkte abbekommt. Pokémon bewegen. Kann hier mal an zweite Stelle von hinten. Ja. Randall mal nach vorne. Und das Evoli ganz vorne hin. Schadet vielleicht auch nicht. Oh, ist das nicht ein Wingull? Interessant, guckt man hier auf der Ebene, auf dem Naturgebiet. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Wingull könnte man sich fast fangen. Fast, sage ich.
Na, entwickelt sich später zum Pelipper? Nicht unbedingt. Es ist ja. Vierte Generation, wenn nicht alles täuscht. Ist jetzt nicht mein liebstes Pokémon. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das ist kein so großes Muss. So. Guck zum Knieb. Alles klar, Wingull besiegt. Hervorragend. Es ragt hervor. So. Ein Krabi. Ja. Ein Quapsel, wenn ich das richtig sehe. Viele wilde Pokémon hier. Pokémon-Nest. 50 Watt. Und das Nest ist weg. Ja, ich umgehe die Pokémon jetzt bewusst erstmal. Ah, ein Pelipper. Gibt's auch hier. Gyarados. Wie können wir surfen? Können wir jetzt surfen? Gyarados. Komm zu Daddy. Ich habe noch kein Pokémon, was surfen kann. Gyarados. Das ist ein Gyarados. Nee, kann keiner. Kann man den irgendwie von hier aus? Nicht wirklich. Kann man den angeln? Ich habe doch einen Angel, ne? Uferkraut. Sehr gut. Ich habe doch eine Angel. Kann ich doch irgendwie einsetzen. Ich habe mal ein bisschen Angeln in der Zone. Gyarados, das hätte ich wirklich im Team. Das wäre wirklich nicht schlecht. Angel. Aha. Okay, als Favorit. Vielleicht können wir das dann. Wie setzen wir die Angel ein? Angel. Du kannst Angel nicht über den Beutel einsetzen. Ja, okay. Das nicht über den Beutel nutzen. Mit A, mit Y findet man das Menü. Wie tue ich angeln? Sagst du mir das? Ich habe was an Land gezogen und zwar etwas unglaublich Tolles. Für nur 100 Watt wäre ich bereit, meinen tollen Fang an dich abzutreten. Greifst du zu? Ja, 100 Watt habe ich gerade parat. Wow, die Entschlossenheit. Hier hast du meinen tollen Fang, wie versprochen. Drei Riesenperlen. Na, das war ja was wert. Das ist wohl hier die Währung in der Naturzone. Über Angeln habe ich immer noch nicht verstanden. Immer wieder 50 Watt. Das Nest ist leer. So. Da waren gleich wieder 100 zusammen. Was haben wir denn hier für Pokémon? Den lassen wir außen stehen. So, haben wir die 100 wieder zusammen. Gehen wir da rüber zu dem nächsten großen Nest. Das habe ich jetzt vor als nächstes. Da mal ein bisschen Dynamaxing ausprobieren endlich. Oh, hier haben wir solche Dinger. Oh, ein Zwirrfinst. Ein Zwirrlicht. Sorry, Zwirrlicht, die Weiterentwicklung dann. Das können wir erstmal fangen. Wir versuchen es zumindest. Level 27. Noch ein bisschen überlevelt. Ob wir es dann ins Team mitnehmen, ist eine andere Sache. Und die Weiterentwicklung auf jeden Fall was wert. Irgendwie ist verwirrt. Ruckzuckieb. Hat keine Wirkung. Ach was. Und der andere Tank hast du auch nicht. Lass bringen. Hat keine Wirkung. Aha. Dann halt Modi. Kann wechseln. Das hat bestimmt irgendwie Wirkung. Das Modi, das kann bestimmt kämpfen. Na komm. Hoplo. Attacke. Oha. Na komm, gut. Falls das was bringt. Gegenstoß. Auwei. Das war's mit Hoplo. Hallöchen. Nächstes Pokémon.
Na los, Kanto. Du halt wieder. Ja, komischer Name. Und dann versuchen wir es mal hier einfach einen Ball drauf zu werfen. 22 haben wir. Können wir verschwenden. Was? Einsetzen. Das Gegner gibt keine Gelegenheit, einen Ball zu werfen. Angsthase von Kanto wirkt. Dann halt nicht. Schade, schade. 12 ist das Zwillicht, das wäre schon schön gewesen. Nein. Weitere Zwillichts. Es ist extrem stark. Sie wirkt extrem stark. Okay, Level 27. Kann wirklich keine Pokébälle werfen, einfach so drauf. Gibt dir keine Möglichkeit, den Ball zu werfen. Ja, dann tschüss. Besiegen können wir dich nicht. So, was gibt es denn hier? Energie strömt aus dem Pokémon-Nest. Du hast 300 Watt. Dynawaits. Wenn du einen Dynamax-Kampf Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergatterst, nirgendwo sonst findest. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab und greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit anderen, mit den anderen drei Trainern. Okay, alleine kämpfen, Mitspieler suchen. Mitspieler suchen, vielleicht geht's ja. Suche läuft. Ist das jetzt online? Ach, ich habe jetzt hier so einen Schaffner als Profil. Geht das? Kriegen wir das jetzt hin? Das wäre jetzt interessant. Ivoli habe ich als Dynawaits. Als Dynamax Pokémon. Klappt das jetzt auf die Schnelle? Müssen die da in meiner Gegend sein? Oder wie schaut das jetzt aus? Sieht gerade nicht so gut aus. Ah, Hoplo kann auch angreifen. Okay. Kann auch Dynamax werden. Können das alle jetzt oder? Kämpfe erstmal mit Evoli. Nicht genug Mitspieler. Mach's halt erstmal allein oder was? Jau. Oh. Das sind wohl random Leute oder was? Zu dritt. Trassler erscheint. Für die Leute, die keine Freunde haben. Das kann mich ein Trassler fangen, das ist auch nicht schlecht. Bei Zwergenfürst hat sich ein Dynamax. Was nicht? Kampf. Dynamax. Na komm, das müssen wir. Deiner Wall. Giga Gekuschel. Deiner Wall, wie wär's damit? Natürlich auf Trassler. Was? Dynamax, Giga Kuschel auf Trassler. So muss es sein. So, deiner Evoli, Dynamax. Dynamax Evoli. Let's go. Nice. Ein riesiges Evoli. Na, Spitze. Los, Kanto. Greift das Trassler ein. Greift das Trassler ein. Zwei Giganten. Kampf der Giganten. Jetzt mal wirklich. Also, bisher hat man das immer nur so gesagt, aber jetzt wirklich. Oha. Das war eine vernichtende Aktion. Oha, holla. Evoli ist das Level 12. So Giga-Kuschel. Jo, auch nicht schlecht. Bringt leider nicht viel. Ja, so bitte. Die anderen greifen auch an. Ich bin schon ziemlich besiegt. Trank. Na komm, muss jetzt sein. Das Trank ein, auch wenn es mich gleich mit dem nächsten Schlag besiegt. Das kann mich sehr schnell Two-Hit killen. Elektroball,
Na komm, gemeinsam kriegen wir das Trasner doch besiegt. Psi-Strahl. Na komm, halt's durch. Halt durch, Evoli. Kanon. Ja, die anderen wirken schon ordentlich mit. Meine Computertrainer. Du kommst. Scheinen wirklich kommst zu sein. Kampf. Liga-Kuschel. Es wird offensiv gekämpft. Nichts mit Wall, nichts mit Defensiven. Wir haben hier Pokémon Schwert gekauft. Offensiv ist hier die Sache. Oh, besiegt. Trasler ist geschwächt. Ist deine Chance, einen Fangversuch zu machen. Einsetzen. Na komm, fangen wir. Let's catch them all. Riesiger Ball. Dynamax Ball. Komm mal, Dynamax Trasler. Auch nicht schlecht. Na komm. Na komm. Na komm. Nice. Das ist drin geblieben. Trasner wurde gefangen. Hervorragend. Pokédex-Eintrag. Für Trasner wurde ein Eintrag beim Pokédex angelegt. Nicht schlecht. Ja, Name für ein weibliches. Ja, na, gerade nicht. Später vielleicht. Na, da haben wir doch was. Das ist doch hervorragend. Ja, das Trasler wollten wir jetzt nicht unbedingt fangen, aber ja. Haben wir uns hier mal ein bisschen mit Giga Dynamax beziehungsweise Dynamax Evoli umgekämpft. Girl, bitte Level 29. Nein. Gegen sowas brauchen wir noch gar nicht zu kämpfen. Vielleicht kommen wir irgendwann später wieder. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, später noch wieder zu kommen. Erneut hier in die Zone zu kommen. Gegen die starken Pokémon zu kämpfen. Ich denke hier erstmal nicht wirklich, das Energie strömt aus dem Pokémon-Nest. 300 Watt. Alleine kämpfen ist jetzt nicht das Wahre. Viermal kampfunfähig geworden oder nach 10 kämpften Runden. Mhm, in der Lage, weil mein Team ist, glaube ich, noch nicht ganz geheilt. Evoli, wie sieht's aus? Ja, es ist sehr geschwächt. Wir können es aber heilen. Wir nehmen einen Trank. Wir nehmen einfach mal einen Trank. Und dann kämpfen wir mit Evoli nochmal. Ich habe gerade Spaß daran. Versucht mal's. Mitspieler suchen. Wenn wir nicht so schnell finden. Kampf beginnen. Dem Kampf werden zur Unterstützung weitere Trainer bereit beitreten. Ah, also kommt's. Interessant. Auf geht's. Mit ein paar computergenerierten Pokémon-Kämpfern starten. Oh, nicht schlecht. Was war das für ein Level? Können wir noch schnell besiegen? Ein Bedroher von Baldorfisch. Xiangfrost hat sich Dynamax angemacht. Was auch immer da steht. Dynamax Evoli. Versuch mal Dynawall. Können wir schon mal machen. Können wir mal versuchen. Das auch mal austesten. Defensive Attacke. Los. Jetzt. Let's go, Evoli. Giga. Evoli. Dynamax. Oh, hat sich aufgeheilt. Aha. Das ist die Attacke deiner Flora. Geschützt. Schützt dich selbst. Aha. Giftkeep. Na komm, das kriegen wir noch hin, das Samurzel. Das riesige Samurzel. Das hat keine direkte Dynamax-Form. Und Trasler glaube ich auch nicht, aber ja, Liga-Gekusche effektiv. Na komm, probieren wir das mal. Nachdem wir uns geschützt haben. Statusveränderung. Walzer. Na komm, Attacke. Giga-Gekuschel. Totgeknuddelt. Naja, totgeknuddelt sieht anders aus. Aber okay. Da hat sich jemand verliebt.
Sehr gut. Okay, können wir eigentlich auch normale Attacken einsetzen während des Kampfs? Müssen wir nicht mal Giga-Kuschel einsetzen? Nein, wir können nur die Attacken einsetzen. Okay, dann kuschel ich mal weiterhin. Ich gekuschelt. So, Deckel. Okay. Die restlichen Team-Pokémon, die kriege ich kaum mit, was bei denen da unten passiert. So groß, wie ich hier gerade bin. So, Samurai fast besiegt. Ja, sehr gut. Kammergriff. Attacke. Na komm. Giga-Stoß. Sehr gut. Samurai besiegt. Einen müssen wir jetzt nicht fangen. Samus ist geschwächt, die Chance, den Fangversuch zu starten. Nicht fangen. Samus ist irgendwo in sein Nest verschwunden. Und weiter. Sehr cool, haben wir es mal gesehen. Oh, ein Kosturso. Man soll den abends niemals vor dem Kosturso loben. 50 Watt. Das greifen wir noch ab. Ich gehe mal langsam in diese Richtung hier. Ah! Verfolgt mich nicht. Ah, hier ist das Verzeichnis, dessen Trassnamen besiegt habe unten. Ah, interessant. Y. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Profil. Ah, okay. Was haben wir hier? Aha. Können wir so einen Charakter auswählen, unser Zeichen hier. Kameramann. Kampfarena. Verschiedene Arenentypen. Postbote, Taxipilot, Bahnangestellter, genau. Musiker, Schmörern, Schwimmer, Barista, Arzt, Ärztin, ich bin gerade Polizist, alles klar. Pokémon Züchter, Pokekit, Küchenchef, Enchanted Man, ja. Warum nicht? Knirps. Postbote. Ich nehme den Postboten, der sieht interessant aus. Ja, erstmal den hier. Der Postbote. Ich bin der Postbote. So sieht's aus. Ein Bärenbaum. Noch ein bisschen schütteln, ein paar Bären fangen. Sind jetzt nicht so viel wert. Weiter schütteln. Aufhören. Wollen wir hier nicht riskieren. Es ist noch ein wildes Pokémon runterhüpft. Ist gut fürs Training, aber ja. Oh, hier ist ein Schrein oder was? Ein Legend of Zelda lässt grüßen. Pokébälle. Sehr gut. Oha, ein riesiges Pokémon. Milzarsee, Western Naturzone. Aha, die ist also noch ein bisschen größer. Ja, man hat es schon gesehen, man hat es schon erahnt. Ja, ich bin jetzt hier schon eine ganze Weile in der Naturzone. Ich werde mich langsam auf den Weg machen. Ich will jetzt hier nicht zu lange rumhängen. Was haben wir hier noch für eins? Ah, die Vorentwicklung für Castoso, Verlosi. Verlosi. Na, was hast du für ein Level? Level 11. Ja, könnten wir noch mal besiegen. Machen wir noch ein bisschen Training. Ruckzuckhieb. Oder auch nicht. Die Attacken sind auch nicht sonderlich stark. Lass noch ein bisschen zu wünschen übrig. In der Standardversion. Als Dynamaxing Attacken, die fand ich schon ordentlich. Schon nicht schlecht. Na gut, dann fliegen wir mal. Angsthase von Kanto wirkt. Joa. Voran, noch ein paar Energies abziehen, Watt abgreifen. Notiz, die Naturzone geht geradezu kühlt geradezu über vor Energie, die man als Watt bezeichnet. In diese Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Nester sowie über leuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Ah ja, das habe ich schon mitbekommen. Gar nicht schlecht. Auf was bin ich jetzt hier gestoßen? Ein Fritzelblitz? Sind hier ganz die ganzen Pokémon aus den anderen Generationen oder was? Wie man hier in der Naturzone auftritt.
Danke, aber nein, danke. Sie kommen bestimmt später hier nochmal her. Muss jetzt nicht so dringend sein, dass wir hier uns noch ein paar Pokémon fangen. Ja, hier geht es wahrscheinlich schon weiter. Ich speichere hier mal zwischen. Aber die Naturzone durchwandert. Ach, Trassler, das können wir mal wegpacken. Die Pokémon-Box. Wollen wir die Pokémon-Box? Pokémon-Camping könnten wir noch versuchen, aber... Ja, gut. Pokémon-Box, Pokémon-Box, Pokémon-Box. Pokémon-Box. Kannst du nicht über den Beutel nutzen? Wie denn dann? Verstehe es gerade nicht so. Pokémon... Kann ich dich einfach über die Pokémon-Box... seltsam. Okay, das muss noch ein bisschen... Da muss noch ein bisschen hintersteigen. Da bin ich noch nicht ganz mit dabei. Ja, auf jeden Fall sind wir hier wahrscheinlich schon sehr nichts dran. In der nächsten Stadt. Wer seid ihr? Wie kann ich dir helfen? WLAN? Ah, okay, kann ich was kaufen für meine Watt. Wunschbrocken. Wirft man ihn in einem Pokémon-Nest, taucht ein Dynamax-Pokémon auf. Ah, okay. Donner, Sprühball, Drachentanz, Tarnsteine, Eisstrahl. Mhm. Wertvolle Attacken. Wir haben erst 800 Watt. Dann können wir uns noch nicht wirklich was leisten. Banitzbälle. Interessant. Kann man hier also shoppen gehen. Hallöchen, Trainer. Wie ich sehe, ist das Wetter des Pokémon Camping noch recht neu für dich. Man nennt die Welt das, nicht das Wetter. Ja, das Wetter ist ein bisschen mies hier. Man nennt mich übrigens den Camping King und ich sehe hier immer noch das nach dem Rechten. Ich weiß, dass an der Anfang schwer ist, also kannst du mir rund ums Camping ruhig Löcher in den Bauch fragen. Womit kann ich dir beim Pokémon Camping zur Hand gehen? Zeitfarm ändern, Kultix bewerten, abbrechen. Ja, später vielleicht. Jetzt wollen wir wahrscheinlich erstmal Richtung Stadt aufbrechen. So schaut's aus. Ja, Engine City wartet auf uns. Wow. Engine City. Joa, allerdings. Scheint sowas wie die Hauptstadt zu sein. Zumindest eine größere Großstadt. Na, hervorragend. Hier ist das Wetter schon gleich viel besser. Joa. Hervorragend. Hallo Leute. Unfassbar, wie riesig diese Stadt ist. Ich muss immer wieder meine Karte zurücksetzen, um mich nicht zu verlaufen. Aha. Was hast du zu sagen, Kleines? Pokémon haben echt nicht leicht. Angst müssen sie ganz klein machen, um die Pokémon zu passen. Dann werden sie durch die Dynamaxierung riesengroß. Tja, allerdings... Pikachu haben eine wahrhafte Putzwinde und sie nutzen ihren Schweif als Staubwedel. Na denn, ein Pokémon Center, das können wir gebrauchen. Ach, jetzt kommen die von hinten. Hey, hallo! Nee, von vorne. Du hast es durch die Naturzone geschafft. Was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicherlich ziemlich erschöpft. Los geht's. Gehen wir in das Pokémon Center. Das hatte ich vor. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Nicht so sehr. Aber gut. Oh, schau mal. Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom-Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Okay, das ist sinnvoll. Das ist was ich gerne hören will. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte herum. Die Ligakarten. Na, das ist interessant. Lass deine kreativen freien Lauf. Oha. Wenn ich meine Kreativität freien Lauf lasse, da können wir ein paar Parts dran verschwenden.
heißt die Liga-Karte von Delion. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Liga-Karte der Pokémon-Liga. Aha, ja, hier ein paar nützliche Infos dazu. Die ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber keine große Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Hatte ich vor. Und du hast mich aufgehalten. Ach ja, die Öffnungszeremonie. Das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder das Kribbeln im Bauch. Na dann. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Jo. Einmal mein Pokémon-Team wieder fit machen. Trasler können wir gleich wieder wegpacken. Jo. Aber Evoli bleibt erstmal. Ja, denke ich. Finde ich nicht grundsätzlich schlecht. Kartomat. Da schauen wir gleich mal rein. So, Trasler wird wieder abgelegt. Ja, Dynamax, Kali hätten wir auch mal ausprobieren können, das Mauzi. Ja, wir kommen bestimmt nochmal in die Naturzone zurück. So ist es nicht. So, Liga-Karte. So sieht das Ding aus. Kartencode, Album. Okay, die Helion habe ich jetzt schon. Kartencode. Verbindung wird hergestellt. Wenn ich die Karte aktualisiere, wird er wahrscheinlich nochmal aktualisiert, aber gut. Verbindung über das Internet wurde aktiviert. Neue Karte teilen, neue Karte empfangen. Aha, Sekunde. Okay, jetzt habe ich hier mal was gefunden. Kartencode eingeben. Habe ich was gefunden, was ich hier mal sehen will. Versuchen wir. Und G. Okay. Empfangen. Liga-Karte wird übertragen. Na komm. Ist es das? Liga-Karte empfangen. Oh, da hat es funktioniert. Liga-Karte von Zombay. Na, hervorragend. Das habe ich auf Twitter gesehen. Der hat seinen Liga-Kartencode auf Twitter gepostet. Habe ich gleich mal genommen. Hervorragend. So, Liga-Karte teilen. Liga-Karte wird geteilt. Mhm. Kann ich aktualisieren oder was? Mhm. Ah, okay. Ja, das ist mein aktueller Code 007. Ja. Könnt euch mal, wird wahrscheinlich schon komplett anders sein, wenn ich diese Aufnahme hier veröffentliche, aber ihr könnt es ja mal versuchen. Ja, das erstmal. Ich glaube, ich werde die Offscreen einfach mal gestalten und sie euch im nächsten Part zeigen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt ein Part drin verschwenden, oder? Ich würde das mal Offscreen versuchen. Ja, ich sag mal, dürfte mich nach oben sollte es euch gefallen haben. Im nächsten Part geht es hier in der Stadt weiter. Dürfte mich nach oben. Haut da rein. Bis dann. Ciao, ciao.